steht eigentlich reif? Vor allem in den Wintermonaten müssen wir reif von den Autoscheiben kratzen und die Straßen können durch den Eisüberzug gefährlich glatt sein. Reif entsteht, wenn die Temperatur an Oberflächen unter den Taupunkt absinkt. Der Taupunkt bezeichnet die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und zu kondensieren beginnt. Wenn die Taupunktstemperatur über 0 Grad liegt, dann kondensiert die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit in Form von kleinsten Wassertröpfchen an Gegenständen und Tau bildet sich. Liegt die Taupunktstemperatur hingegen unter 0 Grad, dann geht der Wasserdampf in der Luft direkt in Eis über. Reif überzieht die Gegenstände, die unter den Taupunkt abgekühlt haben. Dies geschieht vor allem in klaren Nächten im Winter. Dann strahlen die Oberflächen von Straßen und Autos Wärme ab. Erst wenn Wolken aufziehen oder das Auto unter einem schützenden Dach steht, dann wird die Wärmestrahlung wieder reflektiert und die Abkühlung gebremst. Egal ob Wolken oder nicht, tückisch ist, dass der Erdboden nachts schneller abkühlt als die Luft weiter oben. So ist es unmittelbar über dem Erdboden oft frostig kalt, während die Lufttemperatur in 2 Meter Höhe, die im Wetterbericht genannt wird, noch über 0 Grad liegt. Wenn Sie also das nächste Mal nach einer klaren Nacht Scheiben kratzen müssen, dann denken Sie daran, dass auch die Straßen durch Reif glatt sein können, obwohl Ihr Thermometer über 0 Grad anzeigt.